Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Gothic 3. Beim letzten Mal sind wir hier in Monterra angekommen und haben einen ziemlich interessanten Fund gemacht, denn wir haben den Assassinen namens Basir gefunden, den Assassinen, ja, den wir schon eine ganze Weile gesucht haben, denn das ist der Assassine, der den Tempel von Benzalar geöffnet hat und das göttliche Artefakt aus diesem gestohlen hat. Ja, er ist hier in Monterra. Das Problem ist leider, er hat das göttliche Artefakt nicht mehr. Vor Monterra wurde er von Rebellen überfallen und diese haben ihm das göttliche Artefakt abgenommen und in ihr Rebellenversteck nach Okara gebracht. Das Problem ist jetzt, dass wir nicht wissen, wo sich Okara befindet und dass auch die Rebellen hier in der Gegend uns noch nicht wirklich vertrauen. Von daher müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht irgendwie das Vertrauen der Rebellen gewinnen, dass sie uns nach Okara bringen und uns das göttliche Artefakt überlassen. Und wir müssen uns natürlich auch noch um Basir kümmern, denn uns wurde ja aufgetragen, dass wir Basir für seinen Verrat töten sollen. Allerdings werden wir das erst machen, wenn wir hier in Monterra genug Ruf haben, damit die Orksöldner nicht gleich ausrasten, wenn ich hier einen Kampf beginne. Also von daher, kannst noch ein bisschen leben, genieß deine letzten Tage, Basir. Ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen in Monterra umsehen. Und mal gucken, ob wir hier irgendwie was für die Leute erledigen können. Da haben wir Marik, den Anführer der Orksöldner. Der hat uns ja quasi als Spitzel angeheuert. Und wir sollen jetzt für ihn herausfinden, ja, wer von seinen Orksöldnern eigentlich noch loyal zu ihm ist. Wow, und ich würde sagen, das machen wir jetzt erstmal. Gut. Da drüben haben wir auf jeden Fall einen Orkschmied. Wenn du bei mir Waffen kaufen oder das Schmieden lernen willst, musst du dafür zahlen, Mora. Oh, alles klar. Allerdings würde ich gerne ungern was bezahlen, wenn ich eh nur was verkaufen wollte, von daher... Bring mir was über das Schmieden bei. Oh, zwei sehr interessante Sachen, schwere Rüstungen und Erzwaffen. Das ist gar nicht schlecht, muss ich sagen. Allerdings glaube ich, erstens haben wir... Ja, wir haben keine Lernpunkte. Und zweitens ist die Sache, ich möchte Erzwaffen schmieden schon noch lernen für das Meisterschwert. Allerdings... möchte ich das Meisterschwert erst benutzen, wenn wir zwei Meisterschwerter haben können, denn ich finde, das Meisterschwert ist eine Waffe, die nur gut aussieht, wenn man sie, ja, mit zwei Klingen, wenn man zwei Meisterschwerter benutzt. Und von daher, also es sieht scheiße aus, wenn wir ein Meisterschwert und ein Bastardschwert beispielsweise verwenden, das finde ich ziemlich hässlich. Okay, und hier drinnen haben wir nur noch ein paar Orks und einen Sklaven. Alles klar? Für diesen dicken Ork Torek zu arbeiten, ist die reinste Schinderei. Ja, wenn du das sagst. Dabei sitzt du hier nur rum. Ich glaube, da hinten habe ich noch ein paar Waffenbündel gesehen. Ihr habt doch nichts dagegen, wenn ich die mitnehme. Ihr könnt mit dem Zeug ja eh nichts anfangen. Noch mehr Waffenbündel? Ich meine, ich nehme gerne alles mit, was hier rumliegt. Nee, scheinbar nicht. Gut. Dann werden wir uns jetzt noch ein bisschen hier umsehen. Guck mal, wer hier quasi über dem Lagermeister Sandford wohnt. Na, schauen wir mal. Hey, wer wohnt denn hier? Oh, noch ein Waffenbündel. Ach, ein Assassine, hey. Sei gegrüßt, Fremder. Warum kommst du zu mir? Aber eigentlich wollte ich mich nur umsehen. Wer bist du? Mein Name ist Sobota. Ich habe die ehrenwerte Aufgabe, für den Fortbestand der Sklaven in dieser Stadt zu sorgen. Auf gut Deutsch, du bist also ein Sklavenhändler. Na, von mir aus, aber... Ja, gut. Ich meine, jeder muss von irgendwas leben und die Assassinen haben ja nicht viel mehr, ne? Brauchst du Hilfe? Hilfe ist immer vonnöten für jemanden wie mich in dieser Stadt. In der Regel sind alle guten Kämpfer hier nur Schoßhündchen von diesem Marik. Keiner hat den Mut, auf eigene Faust zu arbeiten. Wie ist das bei dir, Fremder? Also ich meine, ich arbeite ja prinzipiell undercover gerade auch für ihn. Allerdings hätte ich auch kein Problem, noch einen Zweitjob anzunehmen, wenn was dabei herausspringt. Was brauchst du? Trotz meiner gestochen scharfen Aufmerksamkeit sind mir zwei Sklaven entwischt. Ich hätte sie gerne zurück. Ich gehe davon aus, dass es für einen starken Kämpfer wie dich kein Problem darstellt. Okay, du brauchst also zwei Sklaven wieder, ist ja prinzipiell kein Problem. Allerdings stellt sich mir doch die Frage... Du brauchst einen Mann mit Kampfkraft, um einen ausgemergelten Sklaven zurückzubringen? Naja, der Fall ist etwas komplexer. Marik hat mir einen Sklaven einfach unterm Hintern weggepfändet und einem seiner Leute überlassen. Ich wusste, es gibt einen Haken. Der Kerl, dem mein Sklave nun gehört, heißt Dan. Er ist Gladiator in der Arena. Verstehe. Na gut, also wir haben hier wieder eine Arena und einer der Gladiatoren hat also seinen Sklaven. Naja, schauen wir mal, ob wir den zurückkriegen können. Und was ist mit dem zweiten?
Erzähl mir mehr über deine verlorenen Sklaven. Einer meiner Sklaven arbeitet nun für den Orkschmied Torek. Marik hat ihn bei dem dicken Ork für den Putzdienst eingeteilt. Er ist mein Eigentum und ich will ihn zurück. Den haben wir ja schon gesehen. Klingt aber nicht so, als würdest du Marik sonderlich mögen. Der hat ja immerhin zwei Sklaven einfach weggenommen. Marik ist nicht gerade dein Freund. Kann man nicht behaupten. Aber bei der Übermacht der Söldner in dieser Stadt arrangiert man sich besser oder man ist tot. Das ist auf jeden Fall eine intelligente Einstellung. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir als erstes mal zu Torek und gucken mal, ob wir den Sklaven da nicht zurückbekommen. Sollte ja jetzt nicht das große Problem sein. So, ey. Okay, dann nicht. Dann gehen wir halt direkt zu dem Sklaven. Habe ich auch kein Problem mit. Ey, du, komm mal mit. Du arbeitest jetzt wieder für Sobota. Auch gut. Auch gut. Ja, im Gegensatz zu der Bruchbude hast du bei Sobota wenigstens einen Teppich und eine Wasserpfeife. Von daher kannst du dich schon ein bisschen drüber freuen. Ich bring dich weg. Gut. Ich bezweifle zwar irgendwie, dass Torek das so einfach durchgehen lassen wird, aber mal schauen. Hey, bleib stehen, du Mistkerl! Was fällt dir ein, meinen Sklaven einfach mitzunehmen? Tja, das habe ich mir gedacht. Okay, wir könnten jetzt für ihn bezahlen. Aber ich will ja aus der ganzen Sache auch irgendwas gewinnen, muss ich ehrlich sagen. Von daher... Ich nehme mir einfach, was ich will. Na, das wollen wir doch mal sehen! Jetzt wirst du bluten! Komm schon, du bist nur ein einfacher Schmied. Wie willst du was gegen mich ausrichten? Ja, das ging flott. Das ging mehr als flott. So, komm mit. Zumindest hat der Mistkerl Gold dabei. Wolltest du dem Typen jetzt gerade... Hast du dem Typen jetzt gerade Gold abgenommen? Hallo, du bist nur dabei. Du sollst eigentlich ein Sklave sein und ich bring dich jetzt zu Sobota zurück. Du sollst hier nicht die Leute, die ich umhaue, ihres Goldes berauben, so wie ich es normalerweise tue. Na gut, hier, der Erste ist wieder da. Torek Sklave arbeitet wieder für dich. Sehr gut, Fremde. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Deinen Lohn erhältst du auch sofort. Oh, danke. Schön. Ja, wie gesagt, hier sieht's ja prinzipiell ein bisschen besser aus für dich. Mach's dir an der Wasserpfeife gemütlich. Ich schau mal, ob wir nicht den zweiten Sklaven auch noch finden. Okay, da ist die Burg. Da wird er wahrscheinlich nicht drin sein. Da drüben haben wir eine Ausgrabung. Stimmt, Basir hatte ja irgendwie sowas erwähnt. Die scheinen da einen alten Tempel auszugraben. Aber die werden, glaube ich, da kein göttliches Artefakt finden, denn... Die Tempel sind ja alle eher ein bisschen südlich angelegt, wobei, eventuell könnten sie da das fünfte göttliche Artefakt ja finden. Müssen wir uns auf jeden Fall auch mal umschauen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier nach links, vielleicht ist da ja dann diese Arena. Schauen wir doch mal. Hier stehen auf jeden Fall ziemlich viele Orkwachen, interessant. Und das da vorne sieht doch nach einer Arena aus, dann ist hier vielleicht auch irgendwo der Sklave. Hey, du Wicht, ja, wenn du in meiner Arena kämpfen willst, musst du erst bei mir dein Preisgeld bezahlen. 500 Goldmünzen. Oder du kannst gleich wieder abhauen. Ja, okay, 500 Gold habe ich gerade so und ich würde schon gerne in der Arena kämpfen. Hier hast du mein Preisgeld. Sehr gut. Willkommen in der Arena von Montera. Am Ende werden sie dich dazu. Ich habe irgendwie den Witz nicht verstanden, aber okay. Hat das Preisgeld hier jeder bezahlt? Was denkst du denn? Ohne Preisgeld kein Kampf. Ganz einfach. Du bekommst dein Geld zusammen mit meinem zurück, sobald du mich in der Arena besiegt hast. Na, das lässt doch eigentlich nur eine mögliche Schlussfolgerung. Dann kämpf mit mir. Langsam, Börschchen. Ich bin hier der Champion. Vielleicht solltest du dich erstmal warm machen, bevor du mich herausforderst. Ich steige erst mit dir in die Arena, wenn hier kein anderer mehr gegen dich antreten will. Okay, dann mache ich halt erst die anderen fertig. Ist mir jetzt auch ziemlich egal. Ah, und guck mal, da vorne sitzt doch der Sklave. Hey, du. Wenn du keinen Ärger mit meinen Herren haben willst, redest du besser nicht mit mir. Er heißt Dan und ist Gladiator. Also sieh dich vor. Ah, okay, gut. Schauen wir mal, ob wir diesen Dan nicht finden. Okay, dann schauen wir mal, wen können wir denn hier fertig machen? Dich, oder? Ah, Frischfleisch. Ja... Ich glaube nicht, dass ich das Frischfleisch sein werde. Ich werde dich gleich sowas von verprügeln, aber ich glaube, wir reden erstmal ein bisschen über Marik. Erzähl mir was über Marik. Den Kerl würde ich gerne mal in der Arena besiegen. Die anderen halten alle ganz große Stücke auf ihn, aber ich glaube, das ist alles nur Fassade. Marik hat mit Sicherheit nichts drauf. Da verwette ich meinen Arsch. Du hältst Marik also für einen Schwächling. Wird ihn sicher interessieren, das zu hören. Was ist der Preis, wenn ich dich besiege? Wenn du mich schlägst, gebe ich dir 500 Goldmünzen. Das klingt gut, also... Kämpfe mit mir. Also dann, wir sehen uns in der Arena.
Okay, der Typ benutzt ja prinzipiell eine große Waffe. Ich glaube, dann benutzen wir auch eine große Waffe. Dann zeig mal, was du drauf hast. Ja, zeige ich dir. Dum-dum-dum. Oh, ich mag diese Kampfmusik. So, dann komm mal her. Ich hau dich voll um. Ja, mein Vorteil ist, meine Waffe ist wesentlich länger als deine. Huch, ich habe ihn nicht anvisiert, merke ich gerade. Zack. Ja, Volltreffer, das kann man sagen. Zack. Oh, er hat mich getroffen. Mistkerl. Und daneben. Ja, ich überschätze gerade aber auch so ein bisschen meine Länge, habe ich das Gefühl. Okay, und jetzt kriegst du nochmal den hier volles Pfund aufs Maul. Das gibt's doch gar nicht. Das war einfacher als gedacht. Aber wie gesagt, die Waffe sieht so eigentlich ziemlich scheiße aus, deswegen werde ich mal kurz die Schwerter wieder anlegen. So, oh, ein bisschen Gold hat er auch dabei. Und jetzt kriege ich ja gleich noch mein Preisgeld. So, ich nehme hier noch die Waffen mit, die ja so ein bisschen rumliegen. Streitaxt. Oh, da hat jemand mit einer Spitzhacke gekämpft. Mach ich dich fertig? Ja, ja. Ach, nicht schlecht. Du hast mich glatt umgehauen, Mann. Hier ist dein Preisgeld. Danke. Ja, also geht doch. So, wen können wir denn jetzt hier noch fertig machen? Noch irgendjemand, der aufs Maul will? Du vielleicht? Aha, ich glaube, ich hab dir noch keinen aufs Maul gehauen, oder? Naja, ich glaube auch nicht, dass du dazu kommen wirst. Aber erstmal. Was hältst du von Marek? Ohne Marek würde der Laden hier nicht laufen. So viel ist schon mal klar. Ja, okay. Du scheinst also ziemlich zufrieden mit ihm zu sein. Okay. Lass uns in der Arena kämpfen, Kleiner. Dann zeig mal, was du kannst. Ja, zeige ich dir. Ich glaube, ich nehme nochmal die große Waffe. Die hat gerade ziemlich reingehauen, muss ich sagen. Obwohl die eigentlich, finde ich, für Arena-Kämpfe eher ungeeignet ist. Aber okay. Was schleichst du hier rum? Ich schleich doch überhaupt nicht, Freundchen. Ja, ja, gib's ihm. Von wegen. Oh, er hat sogar abgewehrt. Nicht schlecht. Du bist besser als der Letzte. Du wärst meine Hiebe ab. Du bist echt besser als der Letzte. Aber irgendwann geht dir die Ausdauer aus, Freundchen. Jetzt kommt er mit den schnellen Schlägen, der Wichser. Ja, so ein mit einer Einhandwaffe zu besiegen, ist schon wesentlich schwieriger, finde ich, mit dem Schwert. Und jetzt, zack. Ach komm, du hast es wieder abgewehrt, dann komm, kriegst du den ab. Den kann er nämlich nicht abwehren. Schön, und jetzt kriegst du auch nochmal den hier. Oh, war gar nicht schlecht. Oh, der hat ein Bastardschwert. Das gibt viel Geld, das gibt viel Geld. So. Ich hoffe, ich krieg von dir auch noch ein Preisgeld, oder? Oh, eine Heilpflanze, nicht schlecht. Na komm, steh auf. Erstmal ziehe ich wieder meine Waffen hier an. Zack. Ach, komm schon, steh auf. Danke. Tut das weh? Ja, ja. Alles noch dran? Respekt! Hast deinen mordsmäßigen Bums, Bruder. Hier ist dein Preisgeld. Danke. Schön. So, gegen wen können wir denn hier noch kämpfen? Irgendwo sollte hier ja auch noch ein gewisser Dan sitzen. Meine ich. Na, kämpfen wir erstmal gegen dich. Planlos? Was meinst du? Auf mich wirkst du recht planlos. Rennst hier rum, quatschst jeden an. Suchst du irgendwas? Naja, eigentlich nicht, aber ich würde gerne wissen... Bist du mit deinem Boss zufrieden? Jo. Marek ist gut. So viele Freiheiten haben wir Söldner nirgendwo in Mittelland. Oh, der scheint also auch ziemlich zufrieden mit Marek zu sein. Okay. Ich suche einen Lehrer. Kannst du mir was beibringen? Ich denke schon. Ich kann dir den Griff in fremde Taschen und andere Dinge zeigen. Aber das musst du dir erst noch verdienen. Besiege mich im Kampf und ich bin dein Lehrer. Oho, ein Dieb. Na dann. Kämpfe mit mir in der Arena. Okay, dann werde ich mal meine müden Knochen in Bewegung setzen, was? Und wisst ihr was? Ich glaube, wir machen es so. Wir kämpfen jetzt gegen ihn mit zwei Schwertern einfach, dann gegen den nächsten auch noch mit zwei Schwertern und dann holen wir unseren dritten Kampfstil raus. Wir zeigen denen mal hier, mit was für Kampfstilen es man kämpfen kann. Ach, verdammt. Okay, dann kriegst du ja erstmal den ab hier. Jawohl, Treffer. Hey, Alter. Gib mal Ruhe, Freundchen. So. Jetzt gibt's aufs Maul, Junge. Ja, ich weiß, dass ich ihn schaffe. Ich muss mich nur ein bisschen konzentrieren, dann geht auch alles. Na also. Von dem scheine ich jetzt aber leider kein Preisgeld zu kriegen. Der kann mir dann nur ein bisschen was beibringen. Na mal schauen, vielleicht kann er mir wenigstens was Gutes beibringen. Es gibt ja auch ein paar interessante Diebestalente noch, die ich gerne lernen würde. Von daher, steh mal bitte wieder auf, Junge. Come on, steh bitte wieder auf. Oh, danke. Beim nächsten Mal kommst du nicht so glimpflich davon. Ja, wenn du das sagst. Ist der Kopf noch dran? Oh, du hast einen merkwürdigen Kampfstil, Fremder.
Tja, immerhin hast du mich damit besiegt. Egal, jetzt kann ich dir mal zeigen, was ein Dieb so alles kann. Ja, den Kampfstil habe ich in der Wüste gelernt. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Taschendiebstahl, naja. Wie gesagt, ich finde Taschendiebstahl jetzt nicht so doll. Wenn man nicht im alternativen würde ich nicht mit alternativen Balancing spielen, würde ich es vielleicht sogar lernen, aber so. Ah, da ist er doch, hey. Du siehst so aus, als könntest du ein bisschen Prügel vertragen. Ich glaube, die wirst eher du kriegen, aber erstmal. Erzähl mir was über deinen Boss. Über Marik? Er hat eine Menge Probleme mit dem Sauhaufen hier. Aber er hat alles im Griff, soweit ich das beurteilen kann. Okay, er scheint jetzt Marik prinzipiell nicht sonderlich zu mögen, aber er sieht, dass Marik eigentlich alles ganz gut kann. Na, das ist ja erstmal in Ordnung. Ist das dein Sklave da drüben? Ja, Marik hat mir den Burschen angedreht. Keine Ahnung, was ich mit dem Kerl soll. Du kannst ihn haben, wenn du willst. Ich setze ihn als Preisgeld für einen Kampf in der Arena. Alles klar, na dann. Steig mit mir in die Arena. Nichts lieber als das. Dann hauen wir dich halt auch mal in der Arena um. So, komm her. Komm her, Bürschchen! Ich sagte, du sollst herkommen. Ach Mann, irgendwie habe ich das Gefühl, man sticht besser mit einer Waffe als mit zweien. Ach Mist, ich dachte, ich krieg ihn genau. So, komm schon her. Jawohl, guter Treffer. Ach, come on. Das war ein bisschen weit weg, Freundchen, dass das nichts werden konnte. Ach, das habe ich irgendwie kommen sehen, muss ich ehrlich sagen. Alter, gib mal Ruhe. Ich hau dich schon noch um, Freundchen. Kannst du wissen, kannst du sehr wissen. Nein. Ach du Scheiße. Okay, jetzt sollte ich mich ein bisschen konzentrieren. Der Typ haut ganz schön gut rein. Geht doch. So, ich hätte gern den Schädelschild. Die sind nämlich auch ganz gut was wert, denke ich. Die kann man ganz gut verkaufen, glaube ich, ne? Jo, nicht schlecht. So, erstmal was essen. Der Typ hat mir ganz schön was reingehauen, muss ich sagen. Ja, das ist halt das Problem. Ich finde halt auch, mit einer Waffe und Schild kann man deutlich besser gegen Menschen kämpfen, aber okay. Gegen den Champion werden wir dann auch das Schild dementsprechend verwenden, so. Oh, du bist gut, Mann. Siehst gar nicht so aus, wenn du mich fragst. Super. Was ist mit deinem Preis? Du kannst meinen Sklaven mitnehmen. Ich habe eh keine richtige Verwendung für ihn. Klasse. Gut, dann bringen wir den auch mal zu Sobota, dann kriegen wir gleich noch ein bisschen Geld. Du arbeitest wieder für Sobota. Wenn du das sagst? Ja, das sag ich. Ich bring dich weg. Gut. Na dann, auf geht's. Wie gesagt, bei Sobota dürfte es dir jetzt auch nicht so schlecht gehen. Da hast du immer eine Wasserpfeife, einen Teppich und vor allem ein Dach über dem Kopf. Also, freu dich lieber, dass ich dich dahin bringe. Komm, beeil dich mal ein Stückchen. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich will noch die Arena fertig machen. Ich will noch den großen Champion der Arena besiegen. So, kommst du hier durch? Schaffst du das? Wow, ich bin beeindruckt. Wirklich beeindruckt. So, hier, den anderen habe ich jetzt auch. Der Sklave des Gladiators Dan ist wieder dein Eigentum. Du bist gut. Hab nicht einen Moment daran gezweifelt. Natürlich nicht. Hier dein Lohn. Natürlich hat er nie gezweifelt. So, ihr beide macht's euch jetzt hier gemütlich. Ich hau noch schnell einen Champion in der Arena um. Allerdings ganz kurz ein kleiner Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Gut, wieder zurück. So, wir waren stehen geblieben bei der Arena. Wir wollen noch den großen Champion jetzt besiegen und den werde ich jetzt auch mit Schild und Schwert sicherheitshalber umhauen. Denn ich glaube, der kann gut reinhauen. Mach dich bereit, großer Champion. Jetzt gibt's nur noch uns beide. Du willst mich tatsächlich herausfordern? Wie du willst. Jetzt bekommst du deine Packung. Das glaube ich wohl eher nicht. Aber du kannst ja mal versuchen, mich umzuhauen. So, hier. Wo bist du denn? Warum? Oh, du bist in die falsche Richtung gelaufen, du Vollidiot. Na, was soll's. Und du sollst der große Champion sein. Wahrscheinlich viele Muskeln und kein Hirn, oder was? Ah, selbst die Muskeln scheinen nicht sonderlich gut zu sein. So, das war daneben. Das war wieder daneben. Der ist auch schnell teilweise. Der kann das Ding ganz gut nutzen, habe ich das Gefühl. Aber ich kann meine Einhandwaffe auch gut nutzen, wirst du gleich sehen. Ich lasse mir hier nichts bieten. Komm schon, den schaffst du! Ich weiß, dass ich den schaffe. Oder feuern sie alle Ashton als neuen Champion, als Champion an. Oh, Scheiße, da bin ich reingelaufen. Ich dachte, er schlägt zuerst zu.
Aber er hat das dann gut verzögert. Muss man ihm schon lassen. Na komm schon, großer Champion. Jetzt zeig mal ein bisschen, was du hier drauf hast. Jetzt aber. Haha. So, und jetzt kriegst du nochmal so ein. Und zack. Ja, das hat gesessen. Du bist fast am Ende, großer Champion. Das gibt's doch gar nicht. Schön, doch, das gibt's. Und das finde ich ziemlich geil. Boah, dann bin ich jetzt wohl Champion hier. So, ziehen wir mal wieder das an. Sieht einfach besser aus. So, und dann warten wir, dass er aufsteht, damit wir unser Preisgeld bekommen. Komm schon, steh auf, Junge. Steh auf, Junge. Steh auf. Scheiße, tut das weh. Ach, sag echt. So. Wer ist jetzt der Champion? Du Dreckskerl, hast mir alle Knochen gebrochen. Hör auf zu weinen, ich will mein Gold. Ja, ja, hier ist dein Preisgeld. Du hast da noch was vergessen. Ach, und die 500 Goldmünzen von mir dazu. Na also. Jetzt zufrieden? Ja, ziemlich. Das ist doch was Tolles. Irgendwann ist auch das. Wir haben einen neuen Arena-Champion. Ja, kannst du mal sehen. Ich hab's voll drauf. Wow, du hast Ashton glatt aus den Latschen geprügelt. Das hat bisher noch keiner geschafft. Ach, wollte ich denen eigentlich ihre Waffen nicht abnehmen, damit die nicht mit so hässlichen Knüppeln rumlaufen? Naja, die Waffen waren aber viel wert. Die wollte ich schon gerne haben. Naja. Okay, was soll's. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal schnell zu Marik und erzählen ihm schon mal, was wir so herausgefunden haben. Über seine Söldner. Hab gehört, du hast Ashton im Kampf besiegt. Alle Achtung, da kannst du stolz drauf sein. Ja, schön. Wegen der Söldner. Also, ja, stimmt. Der Typ, der dich für einen Schwächling hält. Fedor hält dich für einen Schwächling. Er sagt, er würde dich in der Arena locker besiegen. Alles klar. Ich hab mir sowas schon gedacht. Wird bald wieder Zeit, dass ich den Jungs in der Arena zeige, wer der Boss ist. Okay. Der Gladiator Dan ist sehr zufrieden mit deiner Arbeit. Das glaube ich gerne. Ich habe ihm ja auch einen Sklaven geschenkt. Naja, hier ist dein Sold. Na gut, den Sklaven hat er jetzt nicht mehr. Der Gladiator Goose scheint loyal zu sein. Ja, Goose ist ein guter Mann. War da nicht noch ein Vierter? Der Dieb? War da nicht noch der Dieb? Naja, wahrscheinlich wollen wir ihm nicht verraten, dass da ein Dieb unter seinen Leuten ist. Okay, gut, aber ich würde sagen, wie wir uns weiter in Monterra umsehen und ein bisschen Arbeit für die Orks, beziehungsweise ja, für die Stadt verrichten und vielleicht auch den Rebellen helfen, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Gothic 3. Bis dahin. Ciao.